Liebe Zuschauer, mit dem Besten von Pearl TV machen wir jetzt weiter. Und das Beste von Pearl TV ist an dieser Stelle etwas, was definitiv etwas für Ihr Raumklima tun wird. Denn Sie wissen, die Heizungszeit hat begonnen. Der ein oder andere Heizkörper wird auch wahrscheinlich bei Ihnen zu Hause schon ordentlich auf Temperatur stehen. Nur man merkt selbstverständlich auch, dass das ein Stück weit auf die Schleimhäute geht. Das ist alle Jahre wieder der Fall. Und zu diesem Thema hat natürlich auch die Kronenzeitung mal einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht. Den möchte ich Ihnen ganz gerne mal vorlesen. Da geht es nämlich genau um dieses Thema. Darum sind Luftbefeuchter derzeit so beliebt, speziell bei Erkältungen. Trockene Luft, so schreibt die Kronenzeitung, kann Krankheiten hervorrufen. Vor allem im Herbst und im Winter, wenn die Heizungen auf Hochtouren laufen, fühlt sich der Körper irgendwann nicht mehr wohl. Erkältungen sind häufig die Folge. Hier können Luftbefeuchter helfen. Mit sinkender Luftfeuchtigkeit steigt auch das Risiko für Infektionen. Der Körper, insbesondere die Schleimhäute, trocknen aus und sind anfälliger für Infektionen. Immer mehr Menschen schwören auf Luftbefeuchter. Die Luft in den Räumen reichert sich mit Feuchtigkeit an, was für ein allgemein angenehmeres Raumklima sorgt. Und genau so ist es, liebe Zuschauer. Ich lese Ihnen das nicht ohne Grund vor, denn grundsätzlich werden wir uns jetzt mit dem Besten bei Pearl TV mit einem solchen Luftbefeuchter beschäftigen. Und der läuft hier schon auf Hochtouren. Hast du eigentlich keine Angst, dass hier das Holz irgendwie drunter leidet? Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Also du spürst es auch gar nicht. Wenn du mit der Hand so drüber gehst, dann könnte man vielleicht meinen, dass die Hände feucht sein könnten, aber sind sie kein bisschen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, ganz im Gegenteil. Es sorgt dafür, dass ich richtig durchatmen kann, auch in den eigenen vier Wänden, selbst wenn die Heizungen an sind. Denn trockene Heizungsluft, du hast es gerade eben schon zitiert, ist nicht gut, gerade jetzt in der Winterzeit. Und da möchten wir natürlich vorsorgen. Und das können wir hier mit diesem Premium-Luftbefeuchter. Und dass der Premium ist, das finde ich, erkennt man schon am Design. Das Design hier sehr, sehr stilvoll, sehr edel gemacht, also sehr, sehr schön. Das habe ich auch gerne zu Hause stehen. Finde ich immer wichtig, dass es auch schick sich in der Wohnung macht. Wir haben hier jetzt nicht nur einen Luftbefeuchter, wir haben auch einen Ionisator mit drin. Aha. Das heißt, der filtert auch noch so ein bisschen unangenehme Gerüche, zum Beispiel Rauch oder Essensgerüche, die mag man ja auch nicht so gerne. Das heißt, die filtert er ganz einfach raus. Schmutz und Staub, das ist alles kein Thema mehr mit diesem Luftbefeuchter, mit dem Ionisator. Und was auch echt gut ist an dem Ionisator, ist, der bekämpft Milben und Viren. Also sehr, sehr viele positive Effekte, die Sie sich damit in Ihre eigenen vier Wände holen können. Und ich finde, ich kann gar nicht wegschauen hier von diesem Nebel. Ne? Es ist absolut faszinierend. Allen voran finde ich faszinierend, was du gerade sagst. Wir sorgen für ein angenehmes Raumklima. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Wahrscheinlich einstellbar in verschiedenen Stufen. Richtig. Display und so weiter werden wir uns gleich auch noch mal anschauen. Der Ionisator sorgt dafür, dass ich unangenehme Gerüche loswerde. Beim Kochen ist das immer wieder ein Thema. Weil im Sommer reiße ich alle Fenster und die Türen auf. Ja. Da mache ich ein wenig Durchzug. Da zieht natürlich mal so die muffige Luft vom Kochen ganz einfach auch mal raus, auch wenn du jetzt von mir erstmal ein bisschen was deftiger gekocht hast. Im Winter habe ich Fenster und Türen in der Regel geschlossen, damit die warme Luft drinnen bleibt. Das heißt, auch der Geruch bleibt in den Räumen drin. Dafür sorgt er jetzt hier, dass ganz einfach die Gerüche aus der Luft herausgefiltert werden. Und unangenehme Schadstoffe, Milben, Bakterien und so weiter, das ganze Kleingedönse, was man nicht haben möchte, wird er also auch noch aus der Raumluft entfernen. Das ist ja quasi die eierlegende Wollmilchsau und gut aussehen tut er auch noch. Ja. Das ist wirklich mal eine tolle Möglichkeit, ganz einfach mal im Winter die unangenehmen Nebenerscheinungen zu bekämpfen. Aber das, was gerade hier die Kronenzeitung auch berichtet, habe ich selber schon festgestellt. Also mir geht die Heizungsluft immer auf die Schleimhäute. Ich kann tatsächlich nur von mir sprechen. Ich merke, dass ich immer das Gefühl habe, durstig zu sein. Die Lippen sind trocken, die Augen sind so ein bisschen trocken, gerade wenn du so abends beim Fernsehen sitzt. Genau. Ein sehr unangenehmes Gefühl. Da habe ich natürlich hier eine perfekte Waffe gegen. Und du merkst es, wenn du dann anfängst zu husten. Ne? Also da gibt es viele Nebenwirkungen, die diese Heizungsluft tatsächlich haben kann. Also ist das perfekte Paket, Kombinationspaket. Ne? Wir möchten natürlich auch nicht frieren, aber damit habe ich halt eben auch dafür gesorgt, dass die Luft eine entsprechende Feuchtigkeit hat. Übrigens jetzt nicht nur ein Winterprodukt für die kalte Jahreszeit, auch im Sommer sehr angenehm. Du kannst hier nämlich einstellen oder du hast hier die Wahl zwischen kühlen Nebel und wärmeren Nebel, also weniger kühlen Nebel. Schauen wir uns das mal direkt hier vorne an.
Also erstmal muss ich noch mal darauf eingehen, wie hübsch der tatsächlich hier ist, mit diesen goldenen Akzenten auch. Du weißt mittlerweile, Carsten, dass ich Goldakzente liebe. Ja, sehr edel. Ja, das stimmt wohl. Das kommt echt sehr edel daher. Und schauen wir uns mal hier das Bedienfeld genauer an. Wir haben hier natürlich den An- und Ausschalter, aber jetzt wird's spannend. Hier kann ich die Intensität des Nebels verändern. Und ich sehe hier immer an der Anzeige, was ich gerade ausgewählt habe. So, jetzt habe ich wieder volle Pulle hier eingestellt. Das heißt, drei unterschiedliche Nebeleinstellungen habe ich hier. Ich kann hier sogar ganz genau einstellen, welche Luftfeuchtigkeit ich haben möchte. Zwischen 40% und 85% kann ich hier einfach einstellen. Und dann, wenn der die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht hat, dann schaltet der sich automatisch ab. Ich kann aber auch einen Timer einstellen. Also misst er quasi den Gehalt der Luftfeuchtigkeit in der Raumluft, wenn jetzt zum Beispiel 65% oder 70%, wo wir Menschen uns eigentlich am wohlsten fühlen sollten, so ist das in den meisten Fällen so, schaltet er automatisch ab und gibt dann wieder Gas, wenn also dieser Wert unterschritten wird. Genau so ist das. Das heißt, da habe ich auch die volle Kontrolle darüber. Ne? Wenn Sie sagen, ich bin eher so der Typ für 40% Luftfeuchtigkeit, können Sie das hier einstellen. So zwischen 40% und 60% kann es, also ist schon ein ganz guter Wert. Aber bis zu 85% sind hier tatsächlich möglich. Timer haben wir auch mit dabei und dann haben wir hier auch noch den Ionisator, den wir einfach per Knopfdruck dazu schalten können. So, jetzt habe ich den auch noch mal mit drin und hier kann ich auf der letzten Taste dann auch noch einstellen, ob der Nebel richtig knackig kalt sein soll oder einfach nur so weniger kalt, sage ich jetzt mal. Also quasi auf Raumtemperatur. Mhm. Das sieht richtig klasse aus. Wo stelle ich denn sowas eigentlich hin? Ist es wichtig, dass ich den zum Beispiel auf Augenhöhe habe? Habe ich den im Regal stehen? Stelle ich den auf den Boden? Was mache ich damit? Und wie verteilt sich dieser feine Sprühnebel, der hier rauskommt, denn eigentlich im Raum oder in der Raumluft? Ja, ich habe das Gefühl, der verschwindet, sobald er so einen halben Meter von dem Luftbefeuchter weg ist. Nee, also das ist natürlich ideal für Räume bis 30 Quadratmeter. Das verteilt sich da sehr, sehr gut. Und du kannst den platzieren, wo auch immer du möchtest. Also du bist jetzt nicht davon abhängig, man kennt das ja vielleicht, dass man irgendwie so nasse Handtücher über die Heizung legt oder so, um dann direkt die Luftfeuchtigkeit so ein bisschen noch zu steigern. Aber das musst du hier nicht machen. Du musst es nicht direkt bei der Heizung stehen lassen. Einfach im Raum, da wo es dir gefällt, da wo du Platz hast, da wo du den Luftbefeuchter schön in Szene setzen kannst. Und das kann man damit ja auch durchaus mit diesem schönen, schwarzen, edlen Design in Kombination mit dem Gold. Ich habe letztes Wochenende bei Anne gemerkt. Wir waren bei Anne zum Essen eingeladen mit einer etwas größeren Gruppe und die hatte auch einen Luftbefeuchter da stehen. Und ich bin reingekommen, die beiden haben einen Hund. Ja, wie das eben nun mal so ist, das riecht man natürlich im ersten Moment. Man gewöhnt sich relativ schnell dran. Trotzdem, im ersten Moment merkt man es normalerweise, muss ich gleich dazu sagen. Ich kam rein und habe mir gedacht, Mensch, das ist ein richtig angenehmes Raumklima hier. So albern, wie es klingt, aber es ist mir wirklich aufgefallen. Ja. Es waren keine Gerüche wahrzunehmen. Das Raumklima war angenehm. Ich hatte den ganzen Abend überhaupt keine Probleme mit Schleimhäuten. Auch wenn die Heizung, du kennst Anne, ja, bei 26 Grad fängt sie an zu frieren. Die Heizung war, glaube ich, weiß ich nicht, auf 45 Grad oder was eingestellt. Ja. Ich habe es trotzdem als sehr, sehr angenehm empfunden, bis mir aufgefallen ist, dass sie also in einer Ecke auf einem Fenster tatsächlich so einen kleinen Luftbefeuchter stehen hat. Ja, das macht definitiv Sinn, in die eigenen vier Wände zu holen. Das hat auch so ein bisschen was von Wellness-Feeling, ne? Wie wir hier auch sehen. Kannst du sehr schön integrieren in deine vier Wände. Und das ist ja das Wichtige, das Wohlbefinden. Ne? Und das fängt auch schon beim Atmen an. Also da direkt tagtäglich dafür sorgen, dass Sie gut durchatmen können, das werden Sie merken. Das wird sich in Ihrem Wohlbefinden niederschlagen. Und das ist hier eine sehr, sehr gute Investition an der Stelle. Übrigens auch super leise im Betrieb, also unter 35 Dezibel. Das ist mir auch aufgefallen, man hört ihn ja gar nicht. Ja, man sieht ihn, aber man hört ihn nicht. Nee, du hörst nichts, du hast einen 5 Liter Wassertank, das heißt auch viel Wasser, dass du da parken kannst sozusagen. Und dann schaltest du den an und aus. Sehen Sie mich noch, wann immer du möchtest. Also ich bin ein Fan von diesem Luftbefeuchter, auch gerade in Kombination mit dem Ionisator, gerade in der Erkältungszeit ideal. Also tun Sie nicht nur was für Ihr Wohlbefinden, sondern auch für Ihre Gesundheit. Jetzt haben Sie mit Sicherheit auch schon mal geschaut, weil das Thema mit den Schleimhäuten wird mit Sicherheit auch bei Ihnen zu Hause ein Thema gewesen sein, bei Ihnen persönlich vielleicht oder bei Teilen der Familie. Dann wissen Sie, dass so ein Gerät natürlich gerne mal schnell im dreistelligen Bereich angesiedelt wird. Hier hätten wir auch eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers von knapp 150 Euro. Bei Pearl.de liegt er hier in der Premium-Serie bei knapp 80 Euro. Aber Sie genießen selbstverständlich hier bei Pearl TV einen TV-Sonderpreis. Bestellen Sie bitte mit der NX 7258 und der 569. Viel Freude damit.